Du hast von Stress, vom Leben ausgebremst werden, von Beziehungsproblemen, von Kampf, von Lustlosigkeit einfach die Nase voll. Du bist bereit, endlich deine Bedürfnisse voll erfüllt zu haben. Du bist bereit, endlich zu den Gewinnern des Lebens zu gehören. Dann haben wir eine gute Nachricht für dich. Martina Straub, deine Expertin für aktive Machbarkeit, coacht dich nun live, damit auch du endlich in vollen Zügen dein Leben genießen kannst und endlich glücklich wirst. Rufe jetzt an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Endlich glücklich. Heute am Montagabend darf ich dich hier bei mir in der Live-Call-In-Coaching-Sendung begrüßen. Ja, wenn du jetzt hier live von mir gecoacht werden möchtest, dann wähle dich bei Zoom ein mit der ID, die du unten eingeblendet siehst, die 319-709-1628 und du kommst bei mir in einen Warteraum und von da hole ich dich dann direkt zu mir in die Sendung. Dein Bild wird nicht gesendet werden, es wird nur dein Ton gesendet werden und als Bild bin nur ich zu sehen oder meine Coaching-Tools, die ich für dich hier im Coaching verwenden werde. Also, jetzt einwählen und dabei sein, gleich bei mir hier in der Live-Call-In-Sendung. So hast du die Möglichkeit, dass du heute dein Problem für dich klären kannst und ich dir weiterhelfen kann, dass du anschließend leichter und einfacher durch das Leben gehen kannst. Ja, liebe Zuschauer, wer die letzten Male schon dabei war, hat gesehen, wie toll und wie gut das Coaching wirken kann. Oh, ich sehe, hier sind schon zwei Anrufer, die gerne rein möchten. Ja, jetzt habe ich zwei Leute. Wie mache ich denn das jetzt? Dann lasse ich doch mal kurz das Los entscheiden. Wer von diesen beiden hier jetzt zu mir in die Coaching-Sendung darf und kostenlos gecoacht wird. Die Nummer zwei. Okay, bleib bitte drin, falls irgendwas in der Leitung nicht funktioniert und du dich eingeloggt hast, bleib bitte drin. Ich werde hier dich eintreten lassen. Hallo und herzlich willkommen. Mit wem spreche ich denn? Einen anderen Kopfhörer gereicht. Jetzt. Kannst du mir noch mal was sagen? Ja, also mein Mikrofon ist aktiviert. Ja, es ist hier bei uns, habe ich festgestellt. Okay, dann machen wir es eben so, dann heute mit Kopfhörer, dann mache ich dieses Kabel hier raus. Hallo, guten Tag, mit wem spreche ich denn? Ich bin die Alexandra. Hallo Alexandra, grüße dich. Hallo. Was darf ich für dich tun, Alexandra? Ja, ich habe so Thema Trauer. Okay. Mein Bruder ist vor kurzem gestorben oder was heißt vor kurzem, im März. Mhm. Ich habe ihn beim Sterben begleitet und habe auch den Nachlass geregelt. Mhm. Wir sind eine große Familie. Meine Geschwister und meine Mutter waren froh, dass ich mich um alles gekümmert habe. Und ich habe gemerkt, dass ich so in der ganzen Zeit funktioniert habe. Ich habe das alles gut hinbekommen. Das war auch in Ordnung. Und durch Corona haben wir immer noch keine Trauerfeier machen können. Und habe körperliche Symptome. Mein linkes Knie macht mir Schwierigkeiten, wo ich gemerkt habe, da ist so ein Thema eben, was mit der Trauer zu tun hat. Das war dann, als ich das jemandem mal erzählen konnte, wie es mir überhaupt geht, war es dann auch wieder in Ordnung. Jetzt ist es wieder stärker. Und in mir ist so das Gefühl, ich fühle mich von meiner Familie irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass die das jetzt gerne regeln möchten. Mhm. Aber in mir durch dieses Entscheiden, da soll jetzt eine Trauerfeier stattfinden, dass in mir da jetzt ganz viel Schmerz überhaupt hochgekommen ist. Und ich merke, dass ich jetzt erst so diese Trauer am Verarbeiten bin. Und spüre aber eben meine Familie, dass die jetzt gerne handeln möchten, aber ich nicht. Du bist noch nicht bereit dafür, oder
Ja, also das weiß ich eben im Moment nicht so genau. So auf der einen Seite denke ich, ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub, lass mich jetzt einfach mal in Ruhe, weil meinen letzten Urlaub habe ich schon für meinen Bruder draufgegangen. Ich möchte jetzt einfach Zeit auch für mich haben, um mich zu erholen, um auch wieder bei mir anzukommen. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin wie in so einer Zwischensituation. Also kann ich so richtig bei mir sein, habe irgendwie das Gefühl, meine Familie sitzt mir im Nacken. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Geht es darum, wirklich bei mir zu bleiben? Oder geht es darum, jetzt einfach diesen Akt, die Trauerfeier geschehen zu lassen und da nochmal Abschied zu nehmen von meinem Bruder? Da bin ich irgendwie so im Unklaren. Wow, also zuerst mal, es tut mir total leid, dass du jetzt in so einer Situation bist und dass das alles gerade so schwierig ist. Ich nehme gerade wahr, dass es dir alles zu viel ist, Alexandra, ist das richtig? Ja, also auf jeden Fall das, was meine Familie betrifft. Ja. Was ist für dich jetzt wichtiger, zu wissen, was der nächste Schritt ist, den du tun sollst? Oder dass es dir besser geht, mit der Situation, mit der Trauer und mit deinem Bruder loszulassen? Da ich ja diese körperlichen Beschwerden habe, sehe ich ja auch einen Zusammenhang. Und die würde ich natürlich schon auch gerne wissen, so, was braucht es von mir, damit auch die Beschwerden weggehen. Genau. Und daher kann ich jetzt im Moment, also beides würde passen, aber ich kann es im Moment gar nicht so gut greifen. Aber ich nehme wahr, dass für dich wichtiger ist, dass bei dir Ruhe einkehrt und nicht ja, so der Schritt, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, der ergibt sich dann ganz von selber, wenn du vielleicht mehr Ruhe in dir findest. Ja. Was wäre eine gute Lösung für dich, Alexandra? Dass ich einen inneren Frieden finde. Okay. Und jetzt noch eine andere Frage von deinem Gefühl. Wie stark belastet dich das im Moment auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10? Wenn du mal sagst, wo spürst du das, deine Emotion? Also ich würde spontan 5 sagen. Mhm. Okay. Hast du schon mal was von der Innenwelt gehört? Ja, ich glaube schon. Okay, jeder von uns Menschen hat eine Innenwelt. Und da sind Bilder, Träume, Fantasien abgespeichert. Das ist so ein bisschen wie Hypnose, aber du bist ganz klar wach da. Du brauchst keine Angst haben, dass du irgendwie weggehst oder so. Also du bist ganz klar bei mir, aber ich kann dadurch direkt in dein Unterbewusstsein zugreifen und wir können schauen, was hier in deinem Unterbewusstsein dich noch so traurig sein lässt, dich festhält und vielleicht machen wir einfach, das wäre mein Vorschlag, spür mal, ob es für dich stimmig ist, eine Verabschiedung von deinem Bruder, wo du nochmal zu ihm in Kontakt gehst. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Okay. Wie hieß er denn? Peter. Okay. Das ist eine tiefe Heilarbeit, so möchte ich es mal sagen. Und du machst es dir jetzt einfach mal ganz bequem und schließt deine Augen. Und du weißt, dass alles, was du jetzt tust, völlig in Ordnung ist. Du musst auch überhaupt nicht aufgeregt sein. Und mit jedem Atemzug kannst du Ruhe und Gelassenheit einatmen. Und mit jedem Ausatmen kannst du gerade das ausatmen, was du jetzt nicht mehr brauchst. Ruhe und Gelassenheit einatmen und alle Anstrengung, alles Negative, was die letzten Wochen war, einfach ausatmen. Sehr, sehr gut. Und mit jedem Atemzug kannst du noch ruhiger und entspannter werden und immer mehr bei dir selbst ankommen. Vielleicht hast du einen inneren Platz, wo du Ruhe von dir findest,
wenn du mal nichts zu tun hast und ganz bei dir bist. Dann geh in diesen Platz und fühl dich dort sicher und geborgen. Und mit dem nächsten Atemzug kannst du noch mehr entspannen und Ruhe kehrt in dich ein. Sehr, sehr gut. Und du spürst, wie dein Körper immer ruhiger und entspannter wird. Und du immer mehr bei dir ankommst. Und mit jedem Atemzug kannst du noch ruhiger und entspannter werden. Und alle Gedanken, die kommen, kannst du gehen und vorbeiziehen lassen. Und wenn Emotionen oder Tränen kommen, lass sie einfach zu, das sind Tränen der Heilung. Und dann stell dir mal vor deinem inneren Auge den Peter vor, egal wo und wie. Kannst du ihn sehen? Ja. Schaut er dich an oder wie siehst du ihn? Versuch mal mir die Szene zu beschreiben, Alexandra. Ich sehe ihn da, wo ich ihn das letzte Mal im Krankenhaus gesehen habe, einen Tag bevor er gestorben ist. Ja. Der ist verlegt worden von einem Krankenhaus in ein anderes, auf die Palliativ. Und da habe ich ihn nochmal besucht. Und da liegt er auf der rechten Seite und ist am Schlafen. Okay, wie geht's dir, wenn du den Peter anschaust? Es macht mich traurig. Ja. Lass die Trauer mal zu. Und sag's ihm. Sag ihm direkt, so als ob er jetzt da wäre, dass dich traurig, genau. Mich macht's traurig, dich so zu sehen, Peter. Ja. Und ich habe Angst, dich zu verlieren. Genau. Was passiert, wenn du das gesagt hast? Ja, es ist auch so dieser Satz da, es macht mir Angst, dich so zu sehen, ja. So krank, wie du bist. Okay. Lass es mal wirken und guck, ob der Peter irgendwas macht oder tut. Schläft er oder ist er wach? Er schläft. Hört er dich? Ja. Es ist wie wenn er sagen würde, es ist gut so, Alexandra. Okay. Ich habe diesen Weg gewählt. Aha. Kannst du es nehmen? Das tut sehr weh. Ja, genau. Lass den Schmerz zu. Und atme. Hörst du, dass er sagt, es war mein Schicksal? Ja, er sagt, es war meine Entscheidung. Genau. Meine freie Entscheidung. Genau. Und er sagt, es ist schön, dass du da bist. Genau. Dass du mich die letzten Tage und Stunden begleitet hast. Und ich bin dir dankbar, dass du da bist. Wie geht's dir jetzt? Ja, ich merke, wie weh es auch tut, den eigenen Bruder zu verlieren. Mhm. Und zu wissen, dass es das ja, letzte Mal sein wird, dass ich ihn lebend sehe. Genau. Sag ihm, es tut dir weh, dass du ihn loslassen musst. Ich möchte dich loslassen, Peter. Und es tut mir weh.
Und es tut mir weh. Stimmt das? Ja. Das Abschied nehmen tut mir weh. Genau. Ich hätte so viel noch gerne erfahren. Aus unserem Leben. Okay. Und sag ihm mal, dass du jetzt noch ein bisschen weiterlebst für euch beide. Ich lebe jetzt für uns beide weiter, Peter. Stimmt das? Ja, irgendwie schon, weil er ja auch in meinem Herzen ist und ich merke, dass ich dadurch, dass ich ihn habe begleiten dürfen, so nah bei ihm war, dass er mir näher gewesen ist und auch jetzt näher ist wie die Jahrzehnte davor. Sag ihm, du bist in deinem Herzen und ein Teil von dir lebt mit dir weiter. Du bist in meinem Herzen, Peter, und ein Teil von dir lebt in mir weiter. Und wenn ich Kontakt zu dir haben möchte, kann ich immer mit dir reden. Und wenn ich Kontakt zu dir haben möchte, werde ich mit dir reden. Wie geht's dir damit, Alexandra? Ja, es ist das, was ich ja auch schon tue. Aber es ist so eine, ja, ich spüre einfach so eine Angst da, wenn wir seine Asche beerdigen, sage ich jetzt mal, egal in welcher Form wir das machen werden, dass mir das einfach schwer fällt, weil das so ja nochmal so was Endgültiges hat, obwohl ich ja weiß, dass seine Seele schon längst woanders ist. Aber dass wenn die Asche, ich sage jetzt einfach mal, wenn die Asche beerdigt ist von ihm, das fühlt sich für mich so nochmal endgültiger an. Ja. Da habe ich irgendwie Angst vor. Ja, dann ist es endgültig. Ja. Was könnte dir helfen? Guck mal, ist in der Innenwelt irgendwas oder irgendwer, der dir helfen könnte? Oder vielleicht ein Gefühl oder was bräuchtest du, dass du loslassen kannst? Hast du da einen Impuls oder eine Idee? Ja, ich habe gerade überlegt, ob meine... Oder es war so der Gedanke da, ob meine innere Weisin mir helfen könnte. Die innere Weise? Ja. Okay. Ja. Dann nimm mal die innere Weise, die innere Frau, die innere Weise. Und verbinde dich mal mit ihr. Geht das? Ja. Welches Gefühl gibt sie dir? Von Vertrauen und Zuversicht. Okay, wenn Vertrauen und Zuversicht eine Farbe hätte, welche Farbe hätte es? Es kommt spontan rot. Okay. Und jetzt lass dieses Rot von der inneren Weisen in deinen ganzen Körper strömen und gib dich ganz diesem Rot der Heilung hin. Dem Vertrauen und der Heilung.
und lass deinen ganzen Körper von dem Kopf übers Gesicht, über den Hals, über den Brustraum, über den Bauch und den Unterkörper bis zu den Fußspitzen und Fingerspitzen mit diesem roten Lichtstrahl und dem Vertrauen heilen. Gib dich ganz da rein. Ich mache dir jetzt eine Musik an, die dich dabei unterstützen soll, okay? Und du nimmst den Prozess für dich an, okay? Ja. Wie geht's dir jetzt? Ich merke, dass ich ruhiger werde. Okay. Ist der Peter noch da? Wenn ich jetzt so drauf aufmerksam gemacht werde, ja. Aber ich spüre mich jetzt mehr. Okay. Sag dem Peter nochmal, ein Teil von dir lebt in mir weiter. Ein Teil von dir, Peter, lebt in mir weiter. Und ich lass dich jetzt los. Und ich lass dich jetzt los. Und wenn meine Zeit gekommen ist. Und wenn meine Zeit gekommen ist. Sehen wir uns wieder. Sehen wir uns wieder. Und bis dahin lebe ich noch. Und bis dahin lebe ich noch. Und genieße mein Leben. Und genieße mein Leben. Jeden Tag. Ein bisschen mehr. Heilung strömt in dich ein. Von dem roten Licht deiner inneren Weisen. Und dann lässt du diese Heilung auch in dein Knie fließen. Schau mal zu deinem Knie, wie geht's dem jetzt? Ja, spür es noch ein bisschen. Frag mal, was das Knie direkt, was es braucht, damit es heilen kann. Beugsamkeit. Demut? Ja. Okay. Demut dem Göttlichen gegenüber? Ja. Wie geht's dir jetzt? Kannst du akzeptieren, dass der Peter geht oder gegangen ist? Ist er noch da oder ist er schon gegangen? Ich sag mal, so ein Teil ist noch da, weil es seine Asche betrifft. Und so der andere Teil ist gegangen. Und was siehst du jetzt gerade? Die Szene, ist er da noch da? Bist du da noch bei ihm am Bett oder bist du woanders? Nein. Bist du woanders? Bin woanders. Dann geh mal zu seiner Asche. Wie geht's dir, wenn du jetzt bei seiner Asche bist? Da merke ich, dass mich das wieder traurig macht. Dann hol auch hier nochmal das rote Licht des Vertrauens. Von deiner inneren Weisen her. Und verbinde dich mit der Asche, dem roten Licht. Und spüre. Ja, ich merke, dass in mir etwas ist, was einfach festhalten will. Das ist so gut. Also nicht viel, aber ich spüre einfach so ein... Ein Anteil, der will da festhalten. Dann frag doch mal den Anteil, was er braucht, dass er sich beugen kann. Frag ihn mal laut. Ja, was brauchst du von mir? Du kriegst eine Antwort in Form vom Impuls oder einem Gedanken. Das hat irgendwas mit Kontrolle zu tun. Okay. Das war so als erstes da. Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die Kontrolle, wie das gehen soll, wie das geschehen soll. Okay, ist das rote Licht noch da mit dem Vertrauen von deiner inneren Weisen? Weniger. Okay, ist die innere Weise noch da? Ja. Bitte sie doch mal, dass sie dir helfen sollen. Bitte hilf du mir innere Weise, dass ich
auch die Asche loslassen kann und auch die Kontrolle loslassen kann. Vielleicht kannst du dich von ihr umarmen lassen oder dich von ihr auffangen lassen, dass du dich so richtig in sie reinfallen lässt. Oder irgendwas anderes. Vielleicht kannst du dich auch mit ihr verbinden. Spür mal, was geht. Ja, das Licht der Liebe soll da hineinscheinen. Dann lass das Licht der Liebe mal ganz in dich rein, in dein Herz, in dein Kronenchakra, in deine Seele. Lass dich tief heilen und nimm alles an, was jetzt an Gedanken kommt. Lass es einfach auf dich wirken und spür, wie alles an seinen Platz geht, an den Platz der göttlichen Ordnung. Und du kannst alles loslassen, musst nichts mehr kontrollieren und festhalten. Ja, und ich darf mir erlauben, loszulassen. Genau. Denn jetzt ist alles in Ordnung. Das geht seinen Weg. Genau, und dank dir dafür, was du getan hast. Dass die Kontrolle gut war, die dir geholfen hat. Dank ihr für das, dass du diesen Prozess durchgehen konntest, mit dem ganzen Organisieren, dass du funktioniert hast. Und jetzt ist es gut. Jetzt ist nichts mehr für dich zu tun, außer zu sein. Ja, so interessant ist es, wie so, wie wenn es aus meiner linken Hand heraus so ja, wegströmt eben. Es ist gut so. Ich habe meins getan. Und jetzt darf alles gehen. Ganz genau. Lass es gehen, Alexandra. Und lass ihn gehen. Lass ihn rausschweben. Lass seine Seele ins Licht gehen. Lass ihn los. Du weißt, ihr seht euch wieder, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, Peter, ich möchte dir einfach auch Danke sagen, dass ich das habe so mit dir erleben dürfen, weil du mir das erste Mal so nah warst, wie ich das noch nie erlebt habe. Und jetzt ist es Zeit, dass ich meinen Weg wieder gehe. Genau. Ganz genau. Und dann atme mal tief ein und aus. Du weißt, dass es richtig ist und gut ist für euch beide. Wie geht's dir jetzt, Alexandra? Ja, es ist, wird ruhiger. Und es war auch so gerade nochmal so ein Moment da, wo er, wo mein Bruder sich auch nochmal von mir verabschiedet hat, in dem Sinne, dass was hat er gesagt? Eben, du darfst jetzt auch deinen Weg gehen. Ist alles gut, was du gemacht hast. Und auch ich bin dir dankbar. Und jetzt gehst du wieder deinen Weg. Ja. Und das ist gerade so ein Gefühl, wie wenn das so im Brustraum auch leichter wird. Ja, lass es mal los und abfallen. Alle Anspannung, die du die letzten Monate hier getragen hast. Alles, was du für den Peter und für die ganze Familie getragen hast, kannst jetzt alles loslassen. Ja. Und atme mal so einen frischen,
Atemzug ein, der dich heilt. Vielleicht auch mit diesem Rot oder Gold, was immer dir gefällt oder weiß. Geht das? Ja. Okay. Wo bist du jetzt? Bist du noch bei der Asche oder ist die Asche schon nicht mehr da? Ich bin bei mir. Okay. Wie geht es deinem Knie jetzt? Hat sich da was verändert oder ist das noch gleich wie vorher? Nee, es hat sich verändert. Also ich nehme es noch wahr, so wie wenn eben da war ja was. Aber nicht mehr so in der Intensität wie gerade vorher. Okay. Dann erlaub doch mal dem Knie, dass es heilen darf. Sag's mal laut. Ja, du darfst heilen, Knie. Du darfst deinen Weg wieder gehen. Genau. Und dann bedanke dich doch mal bei dem Knie. Danke, dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Danke, Knie, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Dass ich hier noch etwas zu lösen habe. Dass ich hier noch was zu lösen habe. Hatte, ja. Und es ist jetzt gut so. Genau. Ändert sich was? Ich glaube, es fühlt sich fast gleich an jetzt wie das Rechte. Sehr, sehr gut. Und immer wenn noch mal ein Schmerz kommt, versetzt du dich wieder in diese Situation, in der du jetzt bist, in diesem friedlichen Gefühl der Ruhe und lässt wieder diese Energie dahin fließen und kannst dem Knie nochmal danken. Ja. Und ihm nochmal erlauben, dass es heilen darf. Oder dass es heil ist. Ja. Wie geht's dir jetzt, Alexandra? Ja, leichter. Okay. Hast du das Gefühl, es gibt noch was zu tun oder ist es genug für heute? Spür mal. Das ist genug für heute. Okay. Dann komm mal wieder langsam hierher zurück. Mit jedem Atemzug wirst du wach und frisch. Frisches Quellwasser umströmt deinen Kopf und du bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Vielleicht magst du dich nochmal so ein bisschen bewegen und schütteln. Genau. Und dann spür mal, wie es dir jetzt geht. Ja, es ist so das Gefühl, ja, das will jetzt noch so nachklingen. Hast du das Gefühl, du hast deinen inneren Frieden gefunden? Ja, also würde ich schon sagen. Okay. Und dafür ist es wichtig, dass du jeden Tag nochmal zu der inneren Weisen gehst und dich nochmal verbindest mit dieser Situation. Ja. Damit es gestärkt wird. Da waren wir jetzt einmal dran und es wäre schön, wenn du das noch ein bisschen stärken kannst, noch so 3, 4, 5 Tage. Ja. Am besten vorm Einschlafen oder beim Aufwachen, so wenn du gerade so aus diesem Dämmerzustand wieder zurückkommst oder reintrittst. Ja. Dann sind wir in dem Alpha-Zustand. Das ist der Zustand, wo wir direkt den Zugriff aufs Unterbewusstsein haben. Und dann geht es viel, viel leichter und kraftvoller. Ja. Okay, wenn du jetzt nochmal auf die Skala von 0 bis 10 schaust, wo bist du jetzt mit diesem Thema? Mit diesem Thema? Bei 1, 2 würde ich sagen. Okay. Wie geht es dir jetzt mit dem Gedanken an die Trauerfeier, Alexandra? Dass ich mir im Moment gar keine Gedanken machen muss.
Ja, wer soll die organisieren? Du? Nö. Okay. Ich muss mich um nichts kümmern. Es kommt auf mich zu und Genau. dann werde ich reagieren. Genau. Du hast mir vorher gesagt, ihr seid eine große Familie. Ja. Dann gibt es bestimmt jemand, der das in die Hände nehmen kann. Ja. Es gibt ja auch schon jemand, die das will. Na also, lass es mal die anderen machen. Ja. Du hast nichts zu tun, außer zu sein. Ja. Und dich jetzt um dich zu kümmern. Du hast den Peter begleitet. Und das war verdammt viel. Ja. Da hast du deinen Part gemacht. War ich sehr nah dran. Genau. Und weißt du, was schön ist? Es ist meistens so, dass wir uns dann am nächsten sind, wenn es nicht, ja, wenn es im letzten Moment noch am nächsten ist. Freu dich, dass du diesen Moment erleben durftest. Ja. Freu dich darüber, dass du diesen erleben durftest und geh nicht hin in den Mangel. Nein, ich bin wirklich in viel Dankbarkeit, Genau. weil es ist so, dass ich war ja nicht mehr vor Ort und am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von der Ärztin und dann sagte sie, wo ich denn bleibe, er würde jetzt bald sterben, es handelt sich nur noch um Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin wieder zurück bei mir in der Heimat und ich kann nicht mal eben so kommen. Und dann ist sie mit mir mit dem Telefon in sein Zimmer rein und hat dann beschrieben, er liegt im Bett und die Krankenschwester steht am Fußende vom Bett. Und dann hat sie im Moment eine Pause gemacht und dann sagt sie auf einmal, jetzt hat er den letzten Atemzug gemacht. Und das Wow. war für mich so eine Wertschätzung von meinem Bruder, dass ich, ja, dass er einfach wollte, dass ich noch mal da bin. Das ist für mich so was Wunderschönes. Also da ist ganz viel Dankbarkeit Ja. und Liebe in meinem Herzen. Oh, das treibt mir jetzt sogar die Tränen in die Augen und die Gänsehaut. Ja, ach ja. Ich finde es so klasse, dass du den Mut hattest, dich hier vertrauensvoll zu öffnen. Du bist eine ganz wundervolle Frau. Danke dir. Und ich finde es großartig, dass du deinen Bruder begleitend hast. Ja, danke. Das finde ich ganz toll und deshalb hast du auch diesen tollen Moment gehabt. Danke, dass du ihn mit uns geteilt hast. Er hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Ja. Boah, soll ich dir was erzählen? Ich ziehe mir vor der Sendung immer eine Tarotkarte, wie die Sendung wird. Weißt du, was ich heute gezogen habe? Nee, du wirst es jetzt Ich werde es sagen. dir sagen, es ist unglaublich, die Heilung. Okay. Die Heilerin, die Königin der Stäbe. Und es ist Heilung pur. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und das hier, ja. Lass deinen Bruder jetzt gehen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Trauerfeier. Du verhältst dich ruhig. Bleibst bei Ja. dir, lässt die anderen machen, wuseln, tun und gehst immer wieder in Gedanken zu ihm zurück. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, dass du dein Leben wieder genießt und bei dir bist. Ja, danke schön. Und wenn Vielen, was vielen ist, Dank. sehr, sehr gerne. Und wenn was ist, rufst du einfach wieder an. Ja, genau, das mache ich. Vielen Dank, Alles, alles Martina. Liebe von ganzem Herzen, Alexandra. Danke für deinen Mut und deine Offenheit. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das war Alexandra. Es hat mich zutiefst berührt, wie ihr mitbekommen habt, dass auch mir Tränchen gekommen sind. Und eigentlich könnte ich ja den Kopfhörer jetzt abnehmen wieder, weil ich muss ja jetzt die Alexandra nicht mehr hören. Also, es hat mich zutiefst berührt und es ist für mich so ein schönes Geschenk, dass ich einem Menschen so viel Heilung jetzt mitgeben konnte. Und ich sehe, ich habe noch jemand anders in der Warteposition hier. Es tut mir total leid, aber ich möchte diesen schönen Moment jetzt so stehen lassen und
bitte, bitte sei nicht traurig, dass du jetzt nicht dran gekommen bist. Ich habe extra das Los entscheiden lassen. Und ich wünsche mir einfach, dass du dich nächstes Mal wieder einloggst, wenn es wieder heißt, endlich glücklich. Die nächste Sendung wird es am 13.8. um 20 Uhr geben. Am Donnerstag, den 13.8. um 20 Uhr, hast du wieder die Chance, wieder die Möglichkeit, dich hier von mir live coachen zu lassen. Ich weiß nicht, welches Tool ich verwende. Du hast auch heute gesehen, es war ganz spontan das, was ich in dem Moment empfinde, was für den Menschen das Richtige ist. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ihr seht auch, Trauer kann man etwas tun, auch wenn es noch so schlimm ist. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, ganz, ganz viel Kraft, auch wenn du jetzt nicht kommen konntest. Und wenn es dir bis zum 13.8. zu lang ist, dann guck doch mal auf meiner Homepage vorbei. Vielleicht findest du einen Gesprächstermin bei mir für eine Soforthilfe-Coaching-Stunde, wenn du das magst. Und mach dir hier einen Termin für mich bei mir aus. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wir sehen uns am 13.8. wieder zu der Sendung Endlich Glücklich. Bis dann. Tschüss. Hallo Martina, ich möchte mich nochmal für das Coaching bedanken. Das hat mir wirklich richtig gut getan. Ich hatte in der Nacht einen Traum, der für mich auch noch sehr interessant war. Ich war am nächsten Tag dann auch etwas aufgewühlt. Aber am Abend konnte ich den Ritualplatz von meinem Bruder verändern und habe dann auch mit meiner Familie gesprochen, dass ich mich auf eine Trauerfeier einlassen kann. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht und wirkt. Meine Kniebeschwerden sind weg und ja, ich fühle mich rundum gut und bin richtig dankbar, dass ich dieses Coaching, diese Unterstützung von dir bekommen habe. Vielen, vielen lieben Dank. Du machst eine super Arbeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere den Kanal und teile es. Möchtest auch du von Martina Straub gecoacht werden oder ein Seminar oder eine Ausbildung direkt auf Mallorca besuchen, dann bleibe dran. Am Ende findest du weitere Informationen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.